Hallo Camperfreunde, heute begrüßen wir euch aus Jülich. Wir sind hier auf dem Stellplatz direkt am Brückenkopfpark und wir zeigen euch auch gleich hier die Gegebenheiten und noch eine Stadtbesichtigung. Aber zuerst kommt noch unser Intro. Anmaro macht Camper froh. Wir sind Andrea und Martin und stellen euch Plätze vor, so wie wir sie angetroffen haben. Der Platz liegt verkehrsgünstig nahe der Autobahn A44 zwischen Aachen und Düsseldorf. Daher sind auch immer Verkehrsgeräusche wahrzunehmen. Er ist besonders geeignet für große Mobile. Er ist in drei Bereichen aufgeteilt. 22 Stellplätze mit Stromanschluss und Sanitärbereich, einer großen Wiese mit sehr wenig Stromanschlüssen und einer großen Zeltwiese mit Grillmöglichkeit. Der nächstliegende Supermarkt liegt so circa 700 Meter entfernt. Das Stadtzentrum liegt in ca. 1500 Meter Entfernung mit einer großen Fußgängerzone und der Zitadelle. In unmittelbarer Nähe ist am Parkplatz der Eingang des Brückenkopfparkes, einem Freizeitpark für Jung und Alt mit Tierpark und des historischen Brückenkopfes, einer alten Festungsanlage. Als Wohnmobilstellplatznutzer ist der Eintritt 7 Euro, für Kinder 4,50 Euro. Die Stromsäulen können nur mit Bargeld gefüllt werden, 50 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt ist die Zeltwiese zu sehen, doch auch hier, wie auf dem ganzen Gelände, ist immer Verkehrslärm zu hören. Die Entsorgungsstation ist direkt am Eingang des Wohnmobilstellplatzes. Die Entsorgung Grauwasser und der Kassettentoilette ist ganzjährig kostenlos benutzbar. Für 80 Liter Frischwasser zahlt man nur in Münzgeld möglich 1 Euro. Zu dem Sanitärgebäude gelangt man über einen Weg mit dem Eisentor. Die Toilettenbenutzung ist kostenlos, der Preis je Duschvorgang beträgt 1 Euro. Der Sanitärbereich ist nur morgens von 6.45 Uhr geöffnet und schließt abends um 20 Uhr. Hier auf dieser Wiese, die ist ganz besonders geeignet für Gruppentreffen. Hier kann man sie stellen, so wie man will. Man kann eine Wagenburg bauen oder ähnliches. Allerdings, wenn die Wiese voll ist, wird nicht jeder Stromanschluss haben. Hier gibt es, glaube ich, nur 12 Anschlüsse. Ja, wir haben hier den Michael angetroffen und der kommt öfters her, wie er mir gesagt hat. Und der erzählt uns jetzt mal, warum es hier in Jülich so schön ist. Ja, also der Platz ist sehr schön, weil es ist so schön grün.
rechts, links, in der Mitte und man findet eigentlich fast immer einen Platz hier. Erstens, zweitens ist es sehr ruhig hier. Drittens, man kann Radfahren an der Ruhr, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Also die Radwege sind sehr schön hier. Dann natürlich auch der Brückenkopf, der Park ist natürlich mit den Tieren, ein Zoo ist da drin, mit Wölfen, die auch nachts heulen, also morgens, ist auch sehr schön. Und die machen viele Events hier so, ne? Das ist natürlich, die Events sind von Lichterfest, muss man einfach gesehen haben. Der Brückenkopf ist komplett voll mit Lichtern, das machen sie sehr schön. Oder auch also Apfelpress-Aktionen, wo die Apfelleute kommen und dann wird Apfel gepresst und solche Sachen. Oder auch andere Events, die hier stattfinden. Für die Kinder natürlich auch sehr schön. Spielplatz riesengroß und das ganze Areal ist eigentlich sehenswert. Du kommst ja nicht allzu weit weg, ich habe gesehen, du kommst aus Bergisch Gladbach. Richtig, genau. Ja. Ja, ich danke dir, Michael, für das Interview. Gerne. Ja. Am Ende des Videos zeigen wir euch noch das amerikanische XXL-Wohnmobil Fleetwood Bäumler. Und jetzt zeigen wir euch die Stadtbesichtigung der Stadt Jülich. Und hier kreuzen wir den Radweg entlang der Ruhr. Die Stadt Jülich liegt im Dreieck zwischen Köln, Aachen und Düsseldorf, direkt an der Ruhr, aber ohne H. Entstanden ist sie in der römischen Zeit als Straßenstation an der Römerstraße zwischen Köln und Boulogne-sur-Mer in Belgien. Der historische Rundweg startet am Schlossplatz vor der Zitadelle. Die Zitadelle diente um 1500 als Festung und als Unteroffiziersschule, heutzutage als Museum mit Waffenkammer, Geschichtliches der Anlage und als Gymnasium. Die vierzackige, bastionierte Festung ist umringt von einem 1200 Meter langen Zitadellengraben mit einer Tiefe von 10 Metern und 20 bis 30 Meter Breite, der teilweise mit Wasser gefüllt ist. Das Renaissance-Schloss wurde im Stil der italienischen Hochrenaissance erbaut und wurde im Zweiten Weltkrieg am 16. November 1944 komplett zerstört. Mit den beiden Zwiebeltürmen ist das Wahrzeichen der Stadt Jülich. Er ist das aus dem 14. Jahrhundert verbleibende Stadttor Porta Rua oder Ruhrtor, in dem sich das Stadtgeschichtliche Museum jetzt befindet. Das Aachener Tor ist einer der wenigen Teile der historischen Stadtmauer, das 1548 mit Blaustein erbaut wurde. Thank you.
Hier bei der Platzbegehung haben wir zufällig den Guido gesprochen und der fährt ein außergewöhnliches Wohnmobil und das stellt er uns mal vor. Das kommt aus Amerika und die Marke ist? Ist ein Fleetwood Bounder. Ist in Amerika eine große Marke. Unten drunter ist ein Chassis von Freightliner. Freightliner ist seit den 90er Jahren in Amerika von Mercedes, ist also ein grundsolides Fahrzeug. Sieht man schon an so Kleinigkeiten. Wenn die Fliegengittertüre von 2007 noch nie kaputt war und so aussieht wie die hier, dann muss es schon grundsolide sein. Tja, wie wir hier sehen, ist das Konzept bei den Amerikanern schon etwas anders. Wir haben jetzt hier einen Wallout, der ist 8,10 Meter lang und fährt 80 cm nach außen. Dadurch ist natürlich das Raumgefühl völlig anders, als wie es ist, als wenn er zusammengefahren ist. Von der Technik her, simpelste Technik bei den Amerikanern. Sehr häufig bin ich der Meinung, es sind Landmaschinenmechaniker, die sowas bauen, weil wenn man sich mal drunter legt und sieht, wie stark es alles ist, ist es schon nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wenn wir mal durchkommen, sieht man ja auch die Besonderheit bei dem Slide-Out. Der ist im ausgefahrenen Zustand auf einem Level, auf einer Ebene. Das heißt, er fährt raus und senkt sich ab. Dadurch hat man natürlich auch dieses Raumgefühl, als wenn das Teil immer so groß ist. Aber ist natürlich nur so groß, wenn wir irgendwo stehen, weil er hat die maximalen Maße, die man in Europa fahren darf. 2,55 Meter breit, 12 Meter lang. 4 Meter hoch. Und was der Ami auch baut, darum nennt er sie auch Class A Pusher. Pusher deswegen. Der Dieselmotor liegt hier hinten. Das heißt, es ist ein Fahrwerk wie zum Beispiel bei einem Bus, nicht wie bei einem LKW, wo der Motor vorne ist. Das heißt also, wir haben vorne minimale Geräusche. Wir hören ein bisschen die Hinterachse singen, das war es dann auch. Und das Getriebe vielleicht ein bisschen. Aber sonst ist es absolut ruhig. Es quietscht nicht. Wir haben keine Windgeräusche. Vielleicht zeigst du mal die Waschmaschine, die integrierte. Waschmaschine ist hier hinten. Funktioniert natürlich nur dann, wenn man auch ausreichend Wasser hat. Und Abwasser. Und Abwasser hat. Die hat er natürlich. Und dann kann man auch schon mal autark stehen. Autark stehen. Jetzt würde ich mal vorschlagen, zeig noch mal die Dusche. Den Sanitärbereich. Ja, vielleicht, wenn wir noch mal eben nach hinten kommen, auch noch nach außen raus. Das Bett fällt also auch noch mal 40, 50 cm raus. Darum haben wir hier so eine extreme Breite. Wir sind Fernsehjunkies. Wir gucken immer Fernsehen bis tief in die Nacht. Und das ist natürlich hier. Und wir wollten kein Wohnmobil haben, wo man im Schlafzimmer nicht stehen kann. Also wir wollten schon, dass man auch stehen kann. Dann haben wir hier so eine runde Ecke. Und hier ist dann, gehen wir mal rein. Die Dusche mit Bad und einem Skydome oben über der Dusche, dass sich auch große Menschen, wir sind zwar die Zwergenfraktion, aber dann können sich auch große Menschen können sich da duschen. Was wir denn hier vorne noch so haben? Ah ja, hier haben wir den Küchenbereich, wir haben einen Double Doors Fridge, also Kühlschrank und eine Gefriertruhe. Wir haben hier eine Spülmaschine, ein Ceranfeld auf Gas, funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Dann vernünftiges Material hier, keine Spanplatte, kein Plastik, sondern Emaillebecken. Und somit sitzen wir hier auch schon mal mit 12 Leuten drinnen, wenn es draußen scheiße Wetter ist oder wie sehr häufig um Silvester im Neujahr, dann haben wir hier auch schon gekocht hier drin für 12 Leute und das ist dann schon richtig knuddelig und richtig schön. Und damit ich die Größe so ein bisschen im Blick habe, haben wir noch eine Birdview-Kamera für 16 Meter, gute 16 Meter und das macht die Sache schon wirklich auch sinnvoll. Ja, Guido, ich danke dir für die kurze Information über dein tolles Wohnmobil. Alles Gute.